Ja, Leute, heute wieder ein ganz anderes Video, denn heute wieder ein Real Talk und ihr wisst, was das heißt. Ich rede einfach, wie ich rede und sag einfach mal, was ich denke. Ungeschnitten und ohne Skript, das ist immer was anderes, weil ja, die überdrehte Art. Aber ihr kennt das Ganze, also fangen wir einfach an. Ihr habt den Titel gesehen. Wie ist es, Moderation zu tun, beziehungsweise wie ist es, Moderator zu sein? Und das Wichtige natürlich hierbei ist es für Konami. Denn naja, es ist ein großer Unterschied auf jeden Fall, ob du für Konami kommentierst oder ob du einfach privat deinen Stream kommentierst, weil streng genommen kommentiert man ja immer als Streamer vor allen Dingen, als Streamer auf jeden Fall, aber auch als YouTuber, gerade wenn du dann so ein Duell hast oder so und es nachkommentierst oder drüber kommentierst oder ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, jedem ist klar, irgendwie kommentiert man immer, man moderiert, kann man sagen, ne? Das auf jeden Fall. So, aber ich habe hier wieder Stichpunkte. Wir fangen an. Wie ist es für mich? Das Gefühl, also es geht eher um das Gefühl und gar nicht jetzt so alles andere, da kommen wir später zu. Aber wie ist das Gefühl für mich halt eben, das Ganze zu tun? Erstmal, es war natürlich aufregend, das war was Neues für mich, definitiv. Vor allen Dingen natürlich auch, dass ich Co-Moderatoren hatte, die das schon länger machen als ich, definitiv. War eine andere Erfahrung. Ich war ein bisschen aufgeregt, habe mich aber auch gefreut. Also war eine gemischt auf jeden Fall. Aber am Ende dann, es hat mega viel Spaß gemacht. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich glaube, man weiß es inzwischen, aber ja, ich mag Yu-Gi-Oh! Und mir macht das einfach insgesamt viel Spaß. Und dann halt einfach ein Event zu kommentieren. Also ich gehe selber auf Turniere, es macht einfach Spaß, definitiv. Und gerade auch dann halt die andere Seite so ein bisschen zu sehen. Es ist nicht die Judge-Seite, die ich ja auch schon des Öfteren gemacht habe, sondern es ist eher nochmal eine andere Sicht. Also du bist Teil des Turniers, aber nicht Teil des Turniers. Das ist immer sehr interessant, weil als Judge bist du ja Teil und kannst ja quasi indirekt, also du beeinflusst es ja, indem du halt ne, Judge Calls beantwortest und so. Ohne dich würden da einige schieflaufen, sag ich mal. Aber als Spieler natürlich nochmal eine andere Sicht. Und jetzt hast du halt diese außenstehende Sicht, weil ja, du bist der Neutrale, der über alles berichtet. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja, dann kommen wir natürlich auch zu der Frage hier, wie ist es denn allgemein insgesamt mit Konami zu arbeiten? Im speziellen Fall eben jetzt hier bei Moderation. Und ich sage, muss mir super gefallen, gefällt mir, muss mir super gefallen, gefällt mir super. Wie gesagt, hat riesen Spaß gemacht, hat auch alles reibungslos funktioniert. Das ist halt so die Sache. Ja, Leute, ich weiß, es gab ein paar Störungen zwischendrin und ich habe es gar nicht erwähnt. Ja, super, wenn man kein Skript hat. Und zwar, ich habe zwei Jobs gemacht, Opens kommentiert, unterschiedlich groß. Einmal in Österreich, einmal in Deutschland. Und ja, wie gesagt, Technik, Internet ist immer ein Problem, aber das ist ja kein Problem, was aktiv wir haben oder Konami hat oder so, das ist ein Problem, was alle haben. Dementsprechend, ja, und technische Sachen gibt es halt immer, aber man optimiert sich ja und wurde dann ja auch gelöst. Also ich war super zufrieden, es hat reibungslos funktioniert, es hat ehrlich gesagt besser geklappt, als ich dachte. Und ich fand es sehr, sehr nice. Und allgemein, was ein rieser Pluspunkt ist, nächster Punkt hier drauf ist, dass man auf den Events sein kann. Denn ich bin ehrlich, gerade die Open in Österreich, ich wäre nicht da gewesen. Also ohne zu kommentieren, wäre ich nicht da gewesen. Und da nochmal ein riesen Shoutout an Österreich, an alle, die mich auch gucken. Ich weiß ja gar nicht, wie viele mich gucken aus Österreich. Riesen Shoutout an euch. Ihr wart so herzlich. Es war, also man erlebt einfach auch andere Communities und es war so herzlich, es war cooler Spirit, hat mir sehr gut gefallen, man wurde freudig empfangen, auch ich hatte das Gefühl, die Gemeinschaft war da sehr groß, war sehr schön, also Grüße raus an Österreich und ja, mir gefällt das natürlich sowieso, auf Events gehen, Leute treffen, macht eh Spaß und das kombiniert es dann, also es macht es dann halt doppelt leicht, weil man halt auf ein Event ist, wo man eigentlich nicht wäre, man musste sich jetzt aber auch nicht groß Kopf machen, spiele ich jetzt diese Karte am Side-Deck, diese Karte Main, spiele ich 40, spiele ich 41 Karten Main, sondern ich gehe einfach hin und habe Spaß und das gefällt mir, das ist eine andere Art, ein Event zu erleben, man erlebt alles, aber eben anders und das gefällt mir sehr gut, muss ich wirklich sagen. Auf jeden Fall. Dann zum Thema allgemein. Ich muss es natürlich hier erwähnen, ist ein Riesenpunkt. Es war halt was anderes, ich habe es schon gesagt, als würde man streamen. Und das vor allen Dingen eben auch die Co-Moderatoren, oder besser gesagt, ich bin der Co-Moderator, kommen wir uns dreht und wendet, ne? Aber mit Leo und Sebastian zu kommentieren. Und man muss sagen, mit Leo habe ich auch schon mal, ich weiß gar nicht, war es Gamescom oder war es Spielmesse? Egal, auf jeden Fall schon mal kommentiert, funktioniert auch, macht Spaß,
Fast zu viel Spaß. Ich weiß noch, auf der einen Event, da mussten wir uns zurückhalten, nicht lachen zu müssen. Gar nicht, weil irgendwas Blödes passiert ist oder so, sondern einfach, weil wir so gut angeheitert waren. Und nein, nichts getrunken. Natürlich nicht. Und ja, mit Leo und halt Sebastian ist es nochmal eine andere Erfahrung, definitiv. Es ist was ganz anderes, als zu sagen, ey, komm Julian, komm in meinen Stream, wir kommentieren jetzt einfach mal eben hier das Finale meines Turniers. Das ist nochmal was ganz anderes. Vor allen Dingen, was man gemerkt hat, gerade auch Streams oder da, der Fokus. Man verliert nie den Fokus. Das ist etwas, was natürlich gefordert wird und beziehungsweise auch, also das wollen die Leute ja auch und macht ja auch Sinn. Also man ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, du, übrigens heute Morgen, du hast so ein Brötchen gegessen, war ziemlich lecker und ja, demnächst, da kommt da ein neues Video, ist ja cool. Also gefühlt redet man so 10 Minuten. Nicht über das Duell, sondern redet einfach so untereinander, Trash-Talk ein bisschen. Und das ist eben nicht so. Also man hat voll Fokus, voll auf den Game und ich muss sagen, man denkt automatisch mehr über alles nach. Also es ist sehr interessant. Ich glaube, sehr interessant, habe ich jetzt ja oft gesagt, ey, das ist echt schlimm. Ja, Leute, merkt ihr mal, wenn man kein Skript hat. Naja, einfach alles wiederholt, Wiederholungen drin. Ist nicht immer leicht, nein. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache. Wenn eben eine Sache ist, man muss halt das Gespräch am Laufen halten. Ist ein gutes Training, definitiv. Es ist eine Übungssache, das kann ich schon mal sagen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass, also das glaube ich, hat bei Ihnen klar, je länger man und öfter man kommentiert, desto sicherer wird man, desto mehr ist es im Fleisch und Blut übergegangen und gerade eben das immer weiter reden, immer weiter reden. Klar, ne, wenn man streamt, hat man das Ganze auch. Wenn man da nicht weiter redet, dann so, ja Leute, er spielt die Karte. Oh. Ja, der Handtrap gehabt. Ja, Leute, also, ne, ihr wisst, was ich meine. Also, es ist nicht so unterhaltsam, man sollte reden, 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 reden. Kleiner Tipp auch an Newcomer. Redet mehr, redet einfach durch. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die man im Stream halt hat. Von daher passt das, aber es ist noch eine andere Art und Weise. Wie gesagt, man kann eben nicht einfach auf einmal sagen, ja, das Wetter ist übrigens sehr schön. Nee, nee, kann man nicht sagen. Man kann halt einfach nur sagen, ja, was kann man hier für Spielzüge machen und ähnliches. Genau, so, dann kommt die nächste Sache. Ja, der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist allgemein, der ist eher allgemein gehalten, denn generell muss ich sagen, es macht mir Bock. Ich kriege langsam Schwierigkeiten. Spielen macht mir Spaß, Judgen macht mir Spaß, Kommentieren macht mir Spaß. So langsam wird Master Duel macht mir Spaß, TCG macht mir Spaß. Also so langsam wird es schwierig, ne, irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Bald weiß ich nicht so. Ja, ich muss jetzt 20 Events mitnehmen, weil sonst schaffe ich das alles gar nicht. Ja, ist schwierig, aber das ist ein Problem, womit ich mich in der Zukunft beschäftige. Erstmal gibt es kein Problem, denn ich habe mega Bock. Das Kommentieren macht mir Spaß und ich will auch weiter lernen. Definitiv ist da noch Lernpotenzial da. Es gibt noch ein paar Sachen, die man besser machen kann, definitiv. Aber insgesamt muss ich sagen, war das Feedback sehr positiv und das hat mich natürlich mega gefreut. Man hatte immer Angst, dass dann irgendwo kritische Stimmen kommen und dann sagen, ja, das und das und das. Aber insgesamt war das Feedback sehr, sehr gut und das motiviert einen natürlich auch. Von daher vielen Dank auch da. Ich war natürlich aufmerksam, habe das Ganze auch verfolgt. Vielleicht noch mal einen oder anderen Stream-Ausschnitt von mir selber noch mal angeguckt, beziehungsweise einfach das Spiel angeguckt, wie das Ganze angekommen ist. Aber wie gesagt, ich habe Bock und ja, das war jetzt eine Gelegenheit, die ich bekommen habe. Ich hoffe natürlich, es gibt noch mehr Möglichkeiten, wo ich dann eben mein Können zum Moderator, beziehungsweise eben Kommentierer unter Beweis stellen kann. Man wird sehen, was die Zukunft bringt. Aber ich wollte einfach mal den Einblick geben, denn ich denke, das ist einfach ein Einblick, den man ja nicht immer hat, erstens. Also die Möglichkeit bekommt man ja gar nicht immer. Und dann auch, wie es für mich ist, gerade eben aufgrund, trotz der vielen Erfahrungen, da auch nochmal einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Es macht Spaß. Es ist auch ein Abenteuer. Ich glaube, das will ich nochmal abschließend sagen. Es ist wie, also eigentlich kann man zusammenfassend sagen, moderieren und auf die Events fahren ist halt wie jedes Event, wenn du Spieler bist. Es ist ein Abenteuer. Es ist ein Abenteuer und das ist das, was, glaube ich, viele auch sagen. Das macht es aus für mich. Es ist schön. Man kann die Leute treffen. Man hat Spaß am Spiel. Man zittert. Man bangt. Man sagt, komm, gewinnen und hier und da und Twist und coole Sachen und coole Spielzüge. Coole Decks auch vor allen Dingen. Gerade bei den verschiedenen Open hatten wir auch viele verschiedene Decks. War super schön anzusehen. Und das ist, ja, ich glaube, ihr merkt, es ist voll auf begeistert. Kaum Negativität. Die einzige Negativität ist, ich kann auch besser werden. Man kann sich immer steigern. Immer an sich selber arbeiten. Das ist immer ein guter Schritt. Auf jeden Fall. Und sich selbst reflektieren.
Das hilft auf jeden Fall. Ja, aber im Ganzen, denke ich mal, ist das jetzt hier eben der kleine Überblick gewesen und einfach mal eben meine Meinung, eben das Ganze ohne Drehbuch. Und jetzt denke ich mal, ich habe schon einige Real Talks gemacht zu verschiedenen Themen. Die Frage ist nur, zu welchen Themen wollt ihr denn noch irgendwie einen Real Talk haben? Zu was wollt ihr wirklich meine Meinung haben? Eben ohne Skript, ohne krasse Schnitte, sondern einfach eben mal ein bisschen Gedanken freien Lauf lassen. Zu welchem Thema? Wie gesagt, sagt es einfach mal. Welche Themen fallen euch da ein? Und jetzt kommt mir nicht mit, was hältst du von Deck XY oder ähnliches, oder ist das jetzt Tier 2 oder Tier 3 oder ähnliches, solche Fragen nicht, sondern wirklich thematische Fragen. Ne, ich meine, wir haben es jetzt, wir haben thematisch zum Master Duel, wir haben jetzt zur Moderation und so weiter. Wie gesagt, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ja, Leute. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wie immer, ganz wichtig, viel Spaß beim Duellieren.